Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Drei Fragen, Drei Antworten, der Podcast-Reihe der 3 gegen 3 Liga Köln. Heute mit Wolfram Klein, Jugendleiter der Fußballabteilung der TFG Nippes, einem traditionellen Sportverein in einem bekannten Kölner Stadtteil mit einem sehr breit gefächerten Sportangebot. Ja, Wolfram, schön, dass du im Moment Zeit für uns gefunden hast. Kommen wir doch mal gleich zu Frage 1. Wie seid ihr als Verein denn zur 3 gegen 3 Liga Köln gekommen und wie sind da so eure allgemeinen Erfahrungen mit den neuen Spielformen? Ja, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Ist ja auch noch nicht so lange her. Und zwar, wir führen bei uns im Verein so regelmäßige Trainerversammlungen durch. Halt, klar, immer Anfang der Saison, Mitte der Saison, Ende der Saison. Und wir hatten einen Trainer, den Aktogan Erol, der hatte da einen neuen Trainerschein gemacht. Und der hatte mich dann oder hatte dann auf dieser Versammlung einfach mal das Thema 3 gegen 3, neue Spielformen. Damals hieß es ja noch komplett von Nino angesprochen, weil das da erstmals auf dem Lehrplan im Trainerlehrgang war. Und ich habe es mir natürlich dann auch angehört, war am Anfang auch natürlich ein bisschen skeptisch, was so eine Umsetzung und so weiter betrifft. Er hat da aber in der Tat nicht locker gelassen, hat mich dann immer wieder darauf angesprochen und dann war es halt definitiv so. Es gab mal eine Veranstaltung, ich glaube, das war in Deutz, in irgendeinem Brauhaus. Du warst auch da, der Demi war dabei, der Sebastian Schwab war dabei und hat mir einfach gesagt, komm doch mal vorbei, hör dir das alles mal an und dann können wir einfach mal gucken, ob das was ist für unseren Verein. Bin ich dann natürlich auch hingekommen und da hat man halt zum ersten Mal gemerkt, dass es im Prinzip gar nicht so eine leere Luftnummer ist, wie es halt schon mal ist, wenn irgendwas eingeführt worden sind, sondern da waren Leute, also wie ihr natürlich dabei, die das wirklich mit Überzeugung vorgetragen haben und die halt auch schon ein ziemlich gutes Konzept für die Umsetzung hatten. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mal halt gedacht, dann werden wir das uns als Verein, der sich an sich noch nie mit sowas beschäftigt hat, auch mal annehmen. Und ich habe dann mit dem Aktogan vereinbart, dass wir seine Mannschaft als erstes einfach mal da reinstoßen in diese neuen Spielbetriebe. Und er ist bis heute dabei, ist, glaube ich, zum dritten Jahr dabei. Und das ist schon alles bei ihm sehr, sehr positiv gelaufen. Und was wir jetzt für uns entschieden haben, ist, dass wir die neuen Mannschaften, die halt jetzt neu anfangen, da auch definitiv nur noch in diese neuen Spielformen schicken werden, weil wir halt doch mittlerweile da auch von einem Konzept überzeugt sind und nicht zu vergessen die Vorteile, die das auch halt für die Kinder hat. Ja, sind wir ja quasi in der Überleitung direkt bei Frage 2 sozusagen. Wie ist dann das jetzt konkret bei euch? Welche Vorteile siehst du denn jetzt gerade in deiner Funktion als Jugendleiter für deinen Verein dabei und auch so ein bisschen die Seite der Schwierigkeiten irgendwie beleuchtet? Gibt es da eben noch Probleme für euch jetzt als Verein, die man dann noch lösen müsste? Genau, ne, das ist ja wie immer im Leben. Also ich denke, jede Medaille hat zwei Seiten. Wir fangen auf jeden Fall mal mit den Vorteilen an. Also wir sind ja gerade im unteren Bereich ein absolut klassischer Breitensportverein. Bei uns kommt jeder vorbei, macht einmal mit, kann sich anmelden, wenn wir noch Kapazitäten haben. Und durch diese neuen Spielformen ist es halt für uns viel einfacher, die Kinder auch mitzunehmen in das Spiel. Es ist halt nicht mehr dieses klassische, wir haben eine Mannschaft mit 18, 19 Kindern, die spielen dann irgendwie einmal 7 gegen 7 am Wochenende. Die guten spielen, die schlechten sind irgendwie nicht dabei und irgendwann staut sich dann der Ärger auf. Das ist ja bei den neuen Spielformen gar nicht mehr möglich. Wir können da die Mannschaften frei bestimmen, die wir zu den Turnieren schicken. Und es ist halt so, dass irgendwelche Beschwerden oder irgendwelche Elterngespräche von wegen, mein Kind spielt aber nicht, warum, woran liegt das, die halt zu einem Jugendleiter relativ häufig vorgetragen werden, nach einer gewissen Zeit. Am Anfang ist ja immer alles super, aber das ist halt so, wenn er ein 3-4 Mal nicht spielt, dann kommen ja schon drüber fangen. Und das habe ich seit Einführung dieser neuen Spielformen gar nicht mehr mitbekommen. Und im Wesentlichen ist es ja auch so, es ist ja auch für die Kinder, es gibt ja Studien, aber man braucht ja im Prinzip keine Studien. Die Kinder haben erstens viel mehr Spaß, sie haben viel mehr Kontakte, sie sind viel mehr mittendrin in dem ganzen Geschehen. Und ich habe selber bei solchen Turnieren, wo ich dabei war, noch nie irgendeine Unstimmigkeit da irgendwo mitbekommen, sei es von Kindseite, sei es von Elternseite, dass das Kind nicht spielt, wie gesagt, oder sei es auch von unterhalb Trainer. Das läuft an sich alles ganz gut ab. Nichtsdestotrotz, und das sollte man halt auch nicht jetzt irgendwie verschweigen, und das ist ja natürlich jetzt die komplette Jugendleiterbrille.
denke ich, dass es doch noch einige Sachen zu tun gibt, was die Organisation betrifft. Ich meine, du weißt es ja selber am besten, das Ganze hängt hier auf drei, vier Köpfen. Das bist du, das ist der Dimi, das ist hier der Frank Hese jetzt für die U8, der Thomas von Hohenlind, die da unheimlich viel Zeit und Arbeit reinstecken. Und es ist halt für mich von ganz großem Nachteil, und das daran sollte man halt auch schnellstmöglich arbeiten, dass diese ganze Verwaltung, das heißt, sei es Plätze buchen, das geht zwar mittlerweile, aber sei es diese ganze Spielberichtsgeschichte oder die Ansetzung übers DFB-Net, da tut sich ja nun jetzt seit 2 Jahren meiner Meinung nach sehr wenig. Das geht jetzt absolut nicht gegen den Kreis Köln, im Gegenteil, die sind ja da sowieso, ich würde ja schon sagen, ein Vorreiter, wenn ich andere Kreise angehe. Da gibt es ja auch wieder einige wenige, die sich da total engagiert haben, wie der Detlef oder die Vicky oder Markus Vossen. Aber diese ganze Organisation ist halt noch gar nicht so weit, wie es für einen 7-gegen-7-Spielbetrieb ist. Und gerade wenn es halt auch vom DFB propagiert wird als neue Spielform, sollte man da auch so ein bisschen Power reinstecken, um das auch vernünftig abbilden zu können. Und für uns, also als Jugendleiter jetzt im Verein, was heißt Nachteil? Da gibt es natürlich auch ein paar Sachen. Wir müssen gucken, also wir haben auch damals angefangen, wir standen da mit einer neuen Mannschaft, wie gesagt, vom Achtebahn, hatten kein Material, hatten keine vernünftigen kleinen Tore, hatten keine diese flachen Scheiben. Das bessert sich jetzt nach und nach. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was investiert und wir werden jetzt auch nochmal investieren da in vernünftige Tore, sodass wir halt auch, wenn wir die Spiele ausrichten, die Spieltage ausrichten, dass wir da auch eine vernünftige Infrastruktur haben. Und das kommt ja dann auch im Training den Kindern zugute, dass man da richtig vernünftig auch den Wettbewerb, der es ja halt immer noch ist, trainieren kann. Ja, sehr gut. Ja, hast du jetzt auch richtig angesprochen. Klar, es hängt natürlich immer an den Leuten, die es halt noch machen und umsetzen. Wir haben natürlich in Köln auch, das haben wir oft schon besprochen, die Besonderheit, dass wir einfach wahnsinnig schnell sehr groß geworden sind, ne? Jetzt die Saison, ich glaube, 85 Mannschaften, die das dann halt spielen. Die Organisation muss man erstmal umsetzen. Während ja eben ansonsten in den Kreisen ja oftmals ein Turnier stattfindet oder eben zwei oder mal ein Testspielbetrieb. Da sind wir hier schon sehr schnell, sehr weit gekommen. Das schafft natürlich genau auch diese Schwierigkeiten, die wir dann haben. Aber wir machen ja Erfahrungen damit und auch mit Hilfe von Leuten wie dir werden wir die dann halt nach und nach auch die Probleme da lösen. Ja, kommen wir schon zur dritten und letzten Frage. Wie sind denn so deine persönlichen Erfahrungen mit den neuen Spielformen, gerade mit dem 3 gegen 3? Du bist ja auch gerade im Bambini-Bereich immer wieder als Trainer aktiv und hast ja schon an so einigen Spieltagen teilgenommen dann auch. Wie empfindest du denn das für die Kinder, die Atmosphäre, gerade im Vergleich zu dem Spielbetrieb, den du vorher halt kennengelernt hast? Ja gut, ich denke, das ist definitiv einer mit der größten Vorteile auch dieser neuen Spielform. Also ich bin ja mehr oder weniger seit 30 Jahren hier als Jugendleiter oder als Trainer unterwegs, habe da auch schon von U6 bis A-Jugendbezirksliga, also alle möglichen Mannschaften trainiert und habe in der Zeit natürlich auch relativ viel erlebt, gerade auch was den Umgang halt unter Trainern, unter Spielern angeht. Und was ich eben auch, glaube ich, schon mal angedeutet hatte, wenn man bei so einem Turnier dabei ist, ich will nicht sagen, das ist wie Urlaub, ne, aber das ist ja im Prinzip komplett entspannt. Also ich habe noch nie bei einem Spiel, bei einem Turnier, bei irgendeiner Turnierform irgendwas mitbekommen, A, dass sich die Eltern irgendwie am Rand irgendwie in die Haare bekommen oder dass sich halt die Trainer da gegenseitig aufplustern und meinen, sie müssten jetzt irgendetwas durchsetzen. Das gibt es halt bei diesen neuen Spielformen gar nicht. Ne? Klar, bei den Kindern, da passiert schon mal irgendwas, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Das ist ganz normal, das gehört ja auch mit dazu. Aber das ist halt, ich sag mal, dieser ganze Druck, den vielleicht auch einige Trainer haben bei größeren Spielformen oder bei höheren Staffeln, der ist ja hier komplett drauf. Und das ist im Prinzip, denke ich mal, auch für die Kinder ist es für später sehr, sehr wichtig, weil wenn wir so ein Turnier haben, man trifft sich halt im Halbkreis, man begrüßt sich, und es ist freundschaftliche Atmosphäre und so weiter. Und dann gehen die Spiele halt auch relativ entspannt los. Und das ist halt, es ist halt beim 7 gegen 7, bei diesem, ich sag mal, Meisterschaftsspiel ist es halt nicht so. Der Verband hat ja schon einiges dafür getan. Jetzt dieses Jahr ist es ja auch so bei der E-Jugend, dass da auch mittlerweile alle Spiele 0 zu 0 gewertet werden, weil halt immer wieder
irgendwelche Auseinandersetzungen zwischen Personen da sind, die meinen, sie müssten da irgendwelche Rechte durchsetzen, was halt, oder irgendwelche Ergebnisse durchsetzen. Ich kann auch immer nur die Geschichte erzählen, wenn ich da zum Beispiel einen Trainer anrufe bei der 7 gegen 7 oder, ja doch, das ist ja die Sache ohne Schiedsrichter und dann irgendwie sagt, Wolfram, kannst du mal gucken, wir haben heute irgendwie 7-2 gewonnen, aber im Spielbericht steht nur 5-2. Und dann frage ich ihn auch, ja, okay, aber die Tendenz ist ja richtig, ich habe gewonnen. Ja, aber der Vater XY hat mich dann angerufen, ob wir das nicht korrigieren können. Und das ist halt der komplett falsche Weg. Ich denke, wenn die Kinder jetzt von Anfang an in dieser Spielform aufwachsen, dann werden wir auch später da viel weniger Probleme seitens Gewalt oder Auseinandersetzung kriegen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und wie gesagt, auch das Verhältnis unter den Trainern, man kennt sich ja durch die Jahrgänge. Also das ist ja fast schon freundschaftlich. Also auf dem Platz ist eine Ruhe. Ich meine, es ist ja auch so, da ertappe ich mich auch halt manchmal, ne, gerade am Anfang, als ich da mal ausgeholfen habe. Ne, man kennt das halt von früher. Ne, man coacht ja schon da als Trainer ziemlich viel rein. Aber dann fällt, also mir ist dann auch noch 2-3 Minuten irgendwie aufgefallen, oh, ich bin ja der Einzige, der hier irgendwie sowas reinruft oder versucht dich doch auch mal zurückzuhalten. Und bei den Spielen, dann ist ja auch eine absolute Ruhe und die Kinder können wirklich Fußball spielen. Und das hat nur Vorteile. Und allgemein ist es ja ganz klar, also man lernt da ganz viel. Wie gesagt, ich bin jetzt schon sehr lange aktiv und ich kann mich auch noch an meine erste Saison erinnern. Das war halt damals, das war auch zufälligerweise das junge Jahrgang F-Jugend, also das ist heute, was U8 ist. Und die haben halt original mit 11 gegen 11 auf diesem großen Platz in Nippes auf dem Aschenplatz gespielt. Und der Torwart stand dann im 7,32 Meter mal 2,44 Meter Tor verloren drin und gespielt von den 22 haben ungefähr 4. Und der Rest stand halt irgendwie auf dem Platz und hat sich womit auch immer beschäftigt. Und das ist ja heute durch diese neuen Spielformen ganz anders. Und das ist ja auch das Wesentliche, dass die Kinder da ans Spielen kommen und dass vielleicht der Dropout später von den Jugendlichen dann nicht mehr ganz so hoch ist, als wenn man zum Beispiel da in einer normalen 7er gegen 7er Mannschaft spielt, da pro Spieltag ein paar Minuten spielt. Dann verliert man halt im späteren Verlauf die Lust, das ist ganz normal. Und ich denke, da können die neuen Spielformen auf jeden Fall gegenwirken. Wolfram, vielen Dank für das Interview. Ja. Alles Gute für die Saison. Jetzt geht es ja für uns alle nächste Woche wieder los, dass alles gut läuft. Und ja, du hast das ja auch schon angesprochen. Ich sehe das halt auch so. Ein schöner Nebeneffekt ist eben, dass einfach die Kontakte auch unter den Vereinen sich nochmal intensivieren. Man sieht sich halt häufiger, auch mit mehreren auf dem Spielfeld, eine sehr entspannte Atmosphäre. Und dadurch, dass die Kontakte sich intensivieren, glaube ich, schaffen wir es halt über die Zeit dann auch, die organisatorischen Probleme zu lösen. Lass dir gut gehen. Bis bald. Alles klar. Danke, Thomas. Ciao. Ciao.